Hallo und herzlich willkommen bei der Vegucation Filmreihe. Die Filmreihe zur nachhaltigen und pflanzlichen Küche. Unsere Auszubildenden inspirieren euch für die Vielfalt der veganen Küche. Diese Filmreihe vermittelt dazu Kompetenzen zur Planung und Zubereitung. Und dieses auf höchstem Niveau. Hallo, ich bin die Vera und ich erzähle euch, welche Fleischersatzprodukte man aus Getreide gewinnen kann. Wir fangen an mit den ganzen Weizenkörnern. Die werden in der Mühle gemahlen und dann erhält man Mehl. Und das kann man nicht nur zum Kuchenbacken oder zum Brotbacken verwenden, sondern wenn man das mit Salz und mit Wasser mischt, erhält man einen Teig. Wenn man den Teig dann ganz mit Wasser bedeckt und 30 Minuten ruhen lässt, kann man danach die Stärke langsam auswaschen. Und was übrig bleibt, ist dann das Klebeeiweiß, das Gluten und das ist eben der Seitan. Wenn das einem zu kompliziert ist, auf diese Art und Weise den zu gewinnen, kann man sich auch an industrielle Fertigprodukte halten. Wir haben hier Glutenpulver. Und wir haben hier auch einen Vorschlag, wie wir das zubereiten würden. Und zwar haben wir Currypulver und Salz und das würden wir drunter mischen und dann aus Sojasauce, Tomatenmark, Senf und Knoblauch einen Fond machen. Und den mischt man dann mit dem Pulver und knetet man durch. Und dann erhält man so Klumpen oder Kugeln. Und diese legt man dann in einen Gemüsefond und kocht ungefähr für 2 Stunden durch. Und dann erhält man das fertige Produkt Seitan. Und das ist besonders beliebt wegen dem guten Biss und der fleischähnlichen Konsistenz. Und was man daraus alles machen kann, erzählt euch der Jeff. Hallo, ich bin der Jeff. Und ich zeige euch heute, wie man aus Seitan Schnitzel herstellt. Vorhin hat Vera uns einen saftigen Seitan produziert und daraus machen wir jetzt Schnitzel. Zuerst wird die Seitanscheibe mit Kurkuma, Salz und Pfeffer gewürzt und diese Scheibe werden wir panieren. Anstatt normales Mehl nehmen wir Maismehl, anstatt Eier nehmen wir Reisdrink und Maisgrieß. Die werden in einem Topf aufgekocht, bis sie eine Bindung bekommen und zum Schluss wird das Ganze im Paniermehl gewälzt. Und so sieht dann ein paniertes Schnitzel aus. Hier habe ich fertige Seitenschnitzel in Pflanzenöl goldbraun gebraten und passend dazu gibt es Quinoa-Salat. Das ist aus roter Quinoa. Das ist eine Getreideart aus Südamerika. Den habe ich mit Wasser und etwas Lorbeerblätter und Pimentkerne weich gekocht. Dazu habe ich Zwiebeln und Birnen in Bonoise geschnitten, mit etwas Weißwein abgelöscht und das Ganze dann mit Estragon verfeinert, etwas Agavensaft, Meersalz, Pfeffer und zum Schluss Zitronensaft. Und das Ganze richte ich auf so ein Schüsselchen an. Außerdem kann man aus Seitan leckere Spieße herstellen. Der Seitan wird zuerst frittiert, damit die saftig bleiben. Danach werden sie zusammen mit Paprikastückchen mariniert, aufgespießt und das zusammen in einer Pfanne gegrillt. Hallo, mein Name ist Jonas und ich werde euch heute eine Polenta zubereiten. Dafür benötigen wir lediglich ein paar Dinge. Die Hauptzutat ist Maisgrieß, aus der werden wir die Polenta herstellen. Wir haben hier 2 verschiedene Flüssigkeiten. Das ist ein Sojadrink mit Knoblauch und Rosmarin.
Und das werde ich jetzt mit Gemüsebrühe kurz aufkochen lassen und rühre dann den Maisgrieß ein. Das Rühren sollte sehr schnell verlaufen, damit der Grieß keine Möglichkeit hat, Klümpchen zu bilden. Es wird ziemlich schnell fest. Jetzt kann ich auch schon die Hitze wegnehmen. Rühre etwas Eisern, einen guten Butterersatz ein. Es macht die Polenta etwas cremiger und führt dazu, dass sich das Aroma schön miteinander verbindet. Zum Schluss gebe ich noch etwas Salz dazu, frisch geriebenen Muskatnuss und etwas frischen schwarz gemahlenen Pfeffer. Und innerhalb von 2 Minuten haben wir eine wunderbar cremige Polenta. Bei dieser Konsistenz handelt es sich um ein Verhältnis 1:6 bis 1:5 von Flüssigkeit zu Maisgrieß. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das in der Kombination 1:4 zu machen, womit wir eine sehr viel festere Konsistenz bekommen. Das sieht dann so aus. Und wenn wir das stürzen, können wir ganz fantastische kleine Würfel aus dieser Polenta machen und die dann wiederum in Maisgrieß wenden und in heißem Öl ausbacken. Das wären 2 verschiedene Konsistenzen, die wir mit dem Maisgrieß erreichen. Und ja, es lässt sich halt hervorragend kombinieren mit zum Beispiel unserer roten Beete, die wir vorher mit Rosmarin und Olivenöl gegart haben.